Ein ganz gewöhnlicher Wochentag im Wetzlarbad in Eupen. Die Schüler des dritten Kindergartenjahres lernen spielerisch das Wasser kennen. Ohne Angst ins Wasser springen. Was hier so einfach aussieht, ist nicht für alle Kinder selbstverständlich. Jedes fünfte Kind in Belgien kann nicht schwimmen. Um Ostbelgien ist es nach ersten Befragungen etwas besser bestellt. Bei uns, glaube ich, sind die Statistiken noch ganz gut. Unsere Kinder können generell im vierten Schuljahr schwimmen. Wir machen das aber jetzt flächendeckend und werden also gegen Ende des Schuljahres Resultate haben von allen Schulen der deutschsprachigen Gemeinschaft. Wir werden alle Kinder testen im vierten Schuljahr und statistisch festhalten, wer schwimmen kann und wer nicht. In Ostbelgien gab es bis dato die unterschiedlichsten Systeme, um die Schwimmkenntnisse der Schüler zu bestimmen. Eine einheitliche Lösung musste her, um die Kenntnisse klar darzustellen. Die alten Schwimmdiplome haben nun ausgedient. Die großen DIN A4-Urkunden weichen neuen, ansprechenden Schwimmheften. Diese werden die Schüler ab nun in ganz Ostbelgien durch ihre Schulzeit begleiten. Jedes Kind, das möchte, ist also auf freiwilliger Basis, erhält so ein Schwimmpassheft mit 10 verschiedenen Schwimmpässen. Und das Kind kann also vom Kindergarten an, das geht los mit der Wassergewöhnung, 3, 4 von diesen Schwimmpässen sind also der Wassergewöhnung gewidmet und dann geht es weiter hin zum richtigen Schwimmen, 4 Längen Schwimmen und hin bis zu ersten Schwimmübungen im Rettungsschwimmerbereich für die Sekundarschüler. Besonders wichtig ist der 5. Schwimmpass. Diesen sollten alle Schüler im 4. Schuljahr ablegen, denn dieser belegt die generelle Schwimmkompetenz. Die neuen Hefte sollen vor allem anspornen. Mit kleinen Motivationssprüchen und Stickern für jede geschaffte Etappe macht das Schwimmen gleich doppelt Spaß. Ja, die Schwimmpässe sollten eigentlich attraktiv und interessant sein für die Kinder, gut aussehen und auch animieren, wie gesagt, sich von einem Diplom zum anderen zu schwimmen und sich ständig zu steigern. Ich glaube, das ist uns damit gelungen, das ist ein schönes Heft und ich glaube, das wird gut ankommen bei den Kindern. Jedes Kind, das nicht schwimmen kann, ist eines zu viel. Mit den neuen Schwimmheften ist genau ersichtlich, welcher Schüler noch Nachholbedarf hat. Norbert Käfer erhofft sich, dass die neuen Schwimmhefte und die statistischen Auswertungen die Menschen und die Schulen sensibilisieren. Wir erhoffen uns, wie gesagt, eine zusätzliche Motivation auch bei den Kindern. Erhoffen uns auch, wie gesagt, gute Resultate. Denn die Statistiken sehen sehr schlecht aus, vor allen Dingen auch im benachbarten Ausland, wo die Schwimmkompetenz der Kinder zurückgeht. Und wir erhoffen uns, wie gesagt, hier zusätzlich eine Motivation für die Kinder und auch für die Lehrer, regelmäßig schwimmen zu gehen und diese kleinen Schwimmpässe zu erreichen. Wichtig ist es, dass auch die Eltern mit ihren Kindern schwimmen gehen. Denn nur dann können die Kinder ihre Fähigkeiten genau einschätzen. Es gibt also viele, viele Kompetenzen, die die Kinder erreichen müssen. Schwimmen ist natürlich eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste, weil es überlebenswichtig ist, dass Kinder schwimmen lernen. Deshalb auch der Appell an die Eltern, das nicht allein auf die Schule abzuwälzen und zu sagen, die Schule muss dafür sorgen, dass mein Kind schwimmen kann. Die Eltern sind auch gefordert, mit ihren Kindern schon früh, schon im Kindergartenalter schwimmen zu gehen, dass die Wassergewöhnung möglichst schnell geschafft ist und dass man dann möglichst früh schwimmen lernen kann. Die Schwimmfähigkeit der Kinder auf spielerische Weise aufzeigen, motivieren und sensibilisieren. Das alles soll das neue Schwimmheft leisten.